Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Let's Play von mir, dem Lukas, bei German Tutorial. Und wie wir sehen, haben wir hier 4-2. Ja, Warner Bros. Games. Damn. 4-2, ein Horror-Shooter. Nicht mehr ganz so horrormäßig wie 4-1, aber immer noch. Ist eigentlich ein sehr schönes Spiel. Ist ja auch schon ein bisschen älter, aber die Grafik ist doch sehr schön und das Feeling im Spiel ist auch nicht schlecht und es macht Spaß zu spielen und ich habe es vor 2 Monaten habe ich schon mal durchgespielt. Allerdings ja, habe ich mir gedacht, machen wir es ganz scheiß, ja doch, machen wir ganz scheiß jetzt nochmal. So, klicken wir mal auf Start und dann auf Single Player Normal. Ja, fangen wir mal einfach an, würde ich mal sagen, oder? Ich weiß nicht, halt persönlich für das Sinnvollste. Ich nehme übrigens meinen Voice Sound mit Order City auf im Hintergrund. Einfach aus dem Grund, dass ich dann nachträglich besser abmischen kann. Und ja. Ich hoffe, dass Order City da nicht irgendwann nachher sagt, nach einer bestimmten Länge sagt, nö. Weil dann kann ich alles nochmal von neu anfangen. Das wäre nicht so schön. Aber hoffen wir mal einfach das Beste. Und ich bin auch leicht müde, weil wir haben ziemlich genau 4:28 Uhr morgens an einem Mittwoch und ich habe Osterferien. Und ich muss mein Headset ein bisschen leiser machen, weil sonst habt ihr den Sound quasi doppelt, weil ja, das gerade doch ein bisschen sehr laut war. Das ist jetzt schon 2 Monate her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich werde noch einige Sachen kennen, aber nicht mehr alle Genauigkeiten. Und ich habe es auch noch mit einer anderen Maus gespielt, fällt mir gerade auf. Ich habe mir vor kurzem eine Logitech G500 gekauft. Muss ich erstmal. Meine Maus ein bisschen runterregeln. So, Aim Sensitivity. Weil Umstellung von 1800 DPI auf 5700 DPI ist doch schon ziemlich krass. Und ganz ehrlich, hier sieht es nicht sonderlich gut aus. Okay. Ganz meine Meinung. Ich hatte auch mal die Steuerung von dem Spiel, weil die Standardsteuerung von dem Spiel gefällt mir persönlich gar nicht, mal vollständig umgestellt. Nur, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich sie eingestellt habe. Das werden wir jetzt demnächst rausfinden. Oder gleich. Oder im Spiel. Da ist ein Baum, da sind Seile, da unten wird dann wahrscheinlich eine Schaukel. Sieht ein bisschen aus wie eine Schaukel. Und hier können wir nicht lang. Okay, müssen wir wohl da rein. Hui! Laut. Komisches Geräusch. Wow! Ich erschrecke mich jedes Mal bei der Stelle. Oh, ich werde die Sounds ein bisschen runterdrehen müssen, weil man hört fast nichts von dem, was sie labern. Also drücken wir Escape und gehen nochmal in die Options. Und Sound Settings. Drehen wir das doch mal wieder ein bisschen runter. So, machen wir das mal so. Ich meine, wir haben ja noch Untertitel. Hallo. Aha. Also ich persönlich finde, dass das Spiel doch recht schön aussieht. Ich nehme übrigens den Fraps auf, das heißt, es kann gut mal passieren, dass meine Frames mal ordentlich in den Keller gehen. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Kann auch sein, dass wenn ich die Aufnahme dann im Laufe der nächsten Stunden mal beende,
dass ich dann auf X-Fire oder Wii Game oder sowas mal umsteigen werde. Aber eher X-Fire als Wii Game, aber gut. So. Und wir. Oh, man sieht seine eigenen Füße und seinen eigenen Körper. Das ist cool. Wir fahren jetzt mit dem da weiter. Wunderschön. Mit R. Jankowski. Wir wollen nicht wundern, wenn ihr ab und zu mal einfach das Mausrad hört. Das ist ein Hobby von mir. Wenn ich einfach nur rumsitze in dem Spiel, dann drehe ich das die ganze Zeit. So. Also gut, das ist ganz normal. Aimen. Das war nämlich Standard auch nicht so. Hier sprinten. Hier ist nichts. Hier ist hinhocken. Waffe wechseln. Okay. Ah, genau. Und hier war schlagen. Ach, nichts. Ein Auto kaputt machen. Nö. Aber lass mich doch. Macht halt gerne Autos von anderen Leuten kaputt. Vielleicht ist es ja auch dein Auto. Nö. Ja, wie gesagt, ich finde, das hier sieht doch eigentlich alles ganz hübsch aus. Ich würde jetzt auch mal kurz auf meinen Laptop gucken. Von wann das Spiel jetzt genau ist. Ja, so. Wir sollen da irgendwo rein. Hier kommen wir nicht rein. Dann gucken wir mal hier. Sieht ja auch alles schön beleuchtet aus. Hey! Oh, langweilig. Und hier? Juhu! Oh, schöne Musik, schöne Musik. Oh, die fliegen gut, die Dinger. Ach so! Genau. Kaffeebecher ist da einfach durchgeflogen. Auch gut. Hier oben ist ja auch eine Scheibe drin. Der ist einfach da durchgeflogen, der Kaffeebecher. Interessante Sache. Ja. Eigentlich würde ich hier gerne jetzt hier hingehen, einen darauf machen, so hier was verkaufen, aber dann könnte mir vorgeworfen werden, dass ich einen auf Gronkh machen würde. Wer Gronkh nicht kennt, er wird geschrieben, wie er gesprochen wird, mit K und einem H hinter dem K. Ist meiner Meinung nach der beste Minecraft-Let's Player und generell auch der beste Let's Player. Und ja. Gehen wir hier mal weiter. Taschenlampe auf F. Okay. Was haben wir hier? Almaguna Klinua. Aha. Gut. Interessiert mich nicht. Hallo. Griffin. Wie geht's dir, Griffin? Hallo. Hallo. Scheiß Telefone sind alle kaputt. Kaputt. Würde ein Kölner jetzt sagen. Alles kaputt. So. Hör mal hier. Exit. Grün. Ich bin eine Blume. Blub. Blub. Ne? Hallo. Ja, in Köln. Ich bin selber Kölner, sage ich vornherein, und ich habe nichts gegen Schwule. Aber trotzdem muss ich jetzt sagen, in Köln darf man sich nicht so hinstellen. Oh, was haben wir hier? Ja, die Dinger lese ich eh nie. Ganz ehrlich, bin viel zu anstrengend. Ah, jetzt sehen wir, was mit dem passiert ist. Oh. Freundlicher Typ. Sehr freundlicher Typ. Liegt hier irgendwas? Kann ich irgendwas benutzen? Ist ja alles scheiße hier. Kann ich die Maus wegkicken? Nein. Kann ich den wegkicken? Ja, ja, chillt mal da. Ich komm gleich. So, ich warte den mal. Was haben wir hier? Aha, Cardi. Kill Death. Huh. Crate. Enthusiast. Enthusiast. Müsste es dann wahrscheinlich sein. Vorne sieht aus wie ein E. Na gut. Dann lassen wir die mal nicht länger warten. Übrigens, das heißt in der Regel Alma ist in der Nähe. Wow. Und wie man sieht, dieses Spiel ist ein bisschen blutig. Ja. Sowas sagt man doch nicht.
So.